Willkommen zurück zu Teil 2. Unser Thema lautet Kündigung von leitenden Angestellten. Und wir haben im ersten Teil dieses Videos die Grundregel erarbeitet, was gilt für leitende Angestellte. Sie haben höhere Treuepflichten und geringere Schutzrechte. Und es gibt zwei Legaldefinitionen, was leitende Angestellte sind. Da wird die Sache ein bisschen komplizierter. Und wir müssen wissen, dass bei Kündigung von leitenden Angestellten ein Sprecherausschuss einzubeziehen ist, wenn es denn einen gibt. Er ist zu bilden ab mindestens 10 leitende Angestellte, also 10 oder mehr leitende Angestellte. Da wird ein Sprecherausschuss normalerweise gebildet und dann muss dieser Sprecherausschuss gehört werden, etwa vergleichbar mit der Regelung für den Betriebsrat bei nicht leitenden Angestellten. So, und jetzt, wie gesagt, wird die ganze Sache ein bisschen kompliziert. Wir haben einmal die Legaldefinition nach Betriebsverfassungsgesetz. Da steht, was leitende Angestellte sind. Übrigens in erster Linie zur Abgrenzung, denn das Betriebsverfassungsgesetz gilt genau für die leitenden Angestellten nicht. Und dafür hat man sich gedacht, wir schreiben mal ins Gesetz rein, wie wir leitende Angestellte definieren, um damit sagen zu können, für diese Personengruppe gilt das Betriebsverfassungsgesetz nicht. Der Betriebsrat ist Vertreter der Arbeitnehmerschaft und eben nicht der leitenden Angestellten. Die sind ja quasi auf der anderen Seite, wenn man schon diese Kontrastierung so wählt. So, und dann gibt es eben das Kündigungsschutzgesetz, wo eine abweichende Legaldefinition für den leitenden Angestellten zu finden ist. Beginnen wir mit dem Betriebsverfassungsgesetz. Also L für leitend. Leitende Angestellte nach Betr VG. Leitende, ich schreibe es doch lieber aus, das sieht doof aus. Leitende Angestellte nach Betriebsverfassungsgesetz. Was sind leitende Angestellte laut Betriebsverfassungsgesetz? Die entsprechende Definition finden wir in § 5 im Betr VG. Das ist die Abkürzung, die gängig ist, die ich auch hier verwende. Betriebsverfassungsgesetz, § 5 sagt uns, dass einmal, also sind zwei Dinge, die hier angesprochen sind, ich nenne es A und B, nämlich zur selbstständigen, das kürze ich ab, Einstellung und Entlassung berechtigt. Beides hier steht und. Das und ist wichtig. Ja, ein leitender Angestellter laut dieser Definition im Paragraph 5 Betriebsverfassungsgesetz muss, um da kategorisiert zu werden, berechtigt sein, eine Einstellung und eine Entlassung selbstständig vornehmen zu können. Das ist die eine Bedingung, aber die reicht nicht. Dazu kommt noch B, nämlich unternehmerische Führungsaufgaben wahrnehmen. Wichtig ist hier das Wort Aufgaben. Führungsaufgaben, nicht Führungspositionen. Das heißt, wir können, wenn wir das so ein bisschen auf das Wesentliche reduzieren, was beim Lernen immer sehr wichtig ist, uns merken, dass das Betriebsverfassungsgesetz auf Aufgaben abstellt. Also was man tut, ne? Halten wir also fest, Schwerpunkt dieser Definition, na, ist hier gemeint, Schwerpunkt dieser Definition, die Aufgabe, ja, die Führungsaufgabe, also was man tut, Ausrufezeichen. Ja, den Kontrast werden wir gleich sehen, denn im Kündigungsschutzgesetz wird eher abgestellt auf die Position, also was man ist. Zum Beispiel Prokurist. Ja, dann ist jemand Prokurist. Ja, wenn jemand ohne diesen Titel zu haben Prokuristenaufgaben wahrnimmt, dann ist es eher ein Schwerpunkt bei der Aufgabe. Was tut er? Ja, also was man tut und was man ist. IST. Ja, was man ist. Das sind hier wesentliche Unterschiede. Und das wird sofort deutlich, wenn wir uns angucken,
leitende an, das können wir jetzt abkürzen, nach Kündigungsschutzgesetz. Leitende Angestellte nach Kündigungsschutzgesetz, also die abweichende Definition. Auch hier gibt es A und B. A sagt zur Einstellung oder Entlassung berechtigt. Es reicht also, wenn man eines von den beiden Berechtigungen hat. Hier oben steht und, im Betriebsverfassungsgesetz steht und. Ja, das sollte ich vielleicht ausschreiben. Und. Das und ist das wichtigste Wort hier. Einstellung und Entlassung berechtigt. Und nach Kündigungsschutzgesetz ist es Einstellung oder Entlassung berechtigt. Das ist A. Aber A reicht nicht. B muss dazukommen. Beide Bedingungen müssen erfüllt sein in beiden Fällen, nach beiden Gesetzen. Nämlich, und jetzt kommt der Unterschied, Position, Geschäftsführer, ja, oder etwas Vergleich, Geschäftsführer ist ja eher so verwaltungstechnisch. Dann gibt es aber auch noch den Betriebsleiter, Geschäftsführer, Betriebsleiter oder ähnliche Positionen. Also der Schwerpunkt dieser Definition nach Kündigungsschutzgesetz ist die Position, Ausrufezeichen, was man ist im Unternehmen nach der entsprechenden Hierarchie. So, jetzt haben wir diese beiden wesentlichen Unterschiede. Noch einmal kurz zusammengefasst, dann damit möchte ich dieses Video beenden, weil das ist eine Menge Zeug. Ne? Das muss man hier erstmal verinnerlicht haben. Es gibt also zwei unterschiedliche Legaldefinitionen, wer ein leitender Angestellter ist. Einmal das Betriebsverfassungsgesetz und das Kündigungsschutzgesetz. Das ist erstmal sehr wichtig zu verstehen. Ja, wenn man in der mündlichen Prüfung zum Beispiel gefragt wird, leitender Angestellter, dann ist es gut, wenn man das weiß. Und wenn man die wesentlichen Gedanken aus dem Gesetz heraus sagen kann, aussprechen kann. Ja, Einstellung und Entlassung, das und ist hier sehr wichtig, nach Betriebsverfassungsgesetz. Und ansonsten ist es die unternehmerische Aufgabe, also hier die Führungsaufgabe, was jemand tut. Und beim Kündigungsschutzgesetz ist es oder Entlassung, Einstellung oder, das oder ist wichtig, das merkt man sich. Ja. Und hier ist es die Position, also was man ist. Okay. So, und jetzt kommen die Sachen, wie man diesen Leuten kündigt. Da gibt es nämlich auch jetzt wieder abgestufte Sachen. Ist jemand leitender Angestellter nach Betriebsverfassungsgesetz und nach Kündigungsschutzgesetz? Das kann ja sein. Oder ist jemand nur leitender Angestellter nach Betriebsverfassungsgesetz? Na, Sie sehen, dass das also gar nicht so einfach ist. Und ich möchte den Teil 3 nutzen, um das aufzudröseln, weil es erstmal sehr wichtig ist, dass man diesen strukturellen Unterschied verstanden hat. Also wir sehen uns gleich bei Teil 3. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.